In diesem Video reden wir über meine Top 5 Restaurants im Disneyland Paris. Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video quatschen wir ein bisschen über meine Top 5 Lieblingsrestaurants im Disneyland Paris. Aber ich möchte, also ihr bekommt nicht nur meine Meinung, denn ich möchte, dass ihr auch involviert seid. Schreibt mir unten in die Kommentare eure Top 5 Lieblingsrestaurants, egal ob Schnellimbiss, Buffet, Bedienrestaurant, schreibt mir einfach eure Top 5 Restaurants gern unten in die Kommentare. Und auch euer Restaurant, was ihr gar nicht mögt. Ein Restaurant und auch dann bitte den Grund nennen. Damit helft ihr den anderen, die das Video schauen. Es ist nämlich alles eine subjektive Meinung. Auch die Restaurants, die ich jetzt euch sage, die mir am besten gefallen, da sagen viele, boah, nee, also das Restaurant, das geht ja gar nicht. Da gehe ich überhaupt nicht gerne hin, weil das mir nicht schmeckt oder der Service schlecht war oder der Preis zu hoch ist und. Also machen wir das als Community-Projekt. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, welche Restaurants ihr am liebsten mögt. Wenn ihr keine 5 aufzählen könnt, reichen auch 2 oder 3. Wie ihr das gerne möchtet und damit helfen wir den anderen, die das Video schauen, einfacher sich zu entscheiden, wo sie denn das nächste Mal im Disneyland Paris essen gehen möchten. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gern meinen Kanal abonnieren, damit unterstützt ihr mich. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. So, starten wir mal mit meiner Top 5. Mir ist es auch gar nicht leicht gefallen, so ein Ranking. Also es gibt Restaurants, die ich sehr, sehr gern mag. Und dazu sagen, okay, das ist Platz 1, 2, 3. Obwohl Platz 1 ist mir schon sehr leicht gefallen. Aber die anderen sind so ein bisschen wischiwaschi, so verschwommen ineinander. Und deswegen, ja, es ist eigentlich so fast alles auf einer selben Länge. Das sind alles Restaurants, die ich sehr, sehr gern mag. Aber fangen wir doch an mit Platz 5. Und wenn ich noch Material finde zu den Restaurants, blende ich das hier dann immer ein. Vom Buffet, vom Essen und so weiter. Also Platz Nummer 5. Ist das Agrabah Café und da werden sich die Meinungen spalten. Denn das Agrabah Café, das ist ja im Adventureland, im Disneyland Park. Und das ist ein Buffet-Restaurant. Und kurz zu den Preisen, die werde ich auch mal kurz anreißen. Also es kostet aktuell 40 Euro für Erwachsene und 22 Euro für Kinder. Und es ist ein Getränk mit dabei. Und wie gesagt, es ist ein Buffet-Restaurant, aber es ist ein orientalisches Buffet-Restaurant. Ich weiß, dass zum Beispiel Daniel dieses orientalische gar nicht mag. Auch Olivenöl und so ist überhaupt nicht sein Geschmack. Und ich glaube, auch viele Kinder werden dann jetzt nicht so viele Sachen essen können, weil es, wie gesagt, sehr orientalisch ist. Es gibt Hummus, es gibt Couscous, es gibt, ich glaube, auch Lamm. Ich war jetzt aber tatsächlich sehr, sehr lange nicht beim Agrabah Café. Müsste ich irgendwann mal wieder nachholen. Aber ja, wie gesagt, war ich sehr, sehr lange nicht mehr. Trotzdem, also jedes Mal, wenn ich da war, war es lecker. Was ich immer noch ein bisschen ankreide in dem Restaurant, wenn man im Winter hingeht und in diesen, es ist halt aufgebaut wie so ein Markt, wie so ein orientalischer, wie im Film Aladdin, würde ich jetzt mal sagen. Sieht es da drin aus. Und mir ist da immer kalt gewesen. Also wenn man da im Winter sitzt, kann es schon recht kühl werden, aber ich bin ja auch eine Frostbeule. Und im Sommer ist es wahrscheinlich ganz angenehm, wenn es da so kühl ist und wenn man von der Hitze entfliehen möchte. Aber da könnt ihr mir natürlich auch eure Meinungen in die Kommentare dazu schreiben. Wie gesagt, Agrabah ist mein Platz 5 und muss ich tatsächlich mal wieder hingehen. Ich habe ja einen Mix aus allen. Also ich habe Buffet-Restaurant, ich habe ein Schnellimbiss-Restaurant und ich habe auch ein Bedienrestaurant auf meinen Top 5. Und als nächstes kommt ein Schnellimbiss-Restaurant, was aktuell leider renoviert wird. Und ich hoffe, dass sie das Menü beibehalten. Das ist nämlich das Fuente del Oro, Platz Nummer 4. Und ja, es ist ein Schnellimbiss-Restaurant im Frontierland, im Disneyland Park. Genau im Prinzip fast gegenüber vom Big Thunder Mountain findet ihr Fuente del Oro. Und da gab es jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren Burritos. Und ich fand die Burritos immer sehr, sehr lecker. Es gab einen veganen Burrito oder vegetarischen Burrito. Ich weiß jetzt nicht, ob er komplett vegan war. Es gab einmal mit Chicken, einmal mit Beef. Und ich fand sie immer sehr, sehr lecker. Sogar die Kinderportion hat oft ausgereicht. Und der Preis für Burrito, glaube ich, für Kinderportion war 6 Euro. Und der normale Burrito für Erwachsene war 12 Euro.
Soweit ich mich erinnere. Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt wieder aufmacht, werden die Preise sich natürlich wieder anpassen durch die Preiserhöhungen. Oder es gibt halt kein Dessert mehr im Menü. Ansonsten gab es auch noch leckere Margaritas mit Alkohol. Im Sommer sehr, sehr lecker. Also ich habe sehr gerne dort Margarita getrunken. Und da gab es auch, ich glaube, Art Pommes oder so Kartoffelspalten. Es war, hat sich natürlich auch immer so Kartoffelgitter gab es da, glaube ich, auch. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ich habe meistens immer nur ein Burrito gegessen. Und das war super lecker. Konnte man wahrscheinlich auch jetzt gegen Ende, glaube ich, sogar Mobile Order gab es da jetzt. Natürlich zu Peak-Zeiten, Mittagessen und so kann es dort sehr voll werden. Aber man kann auch im Sommer schön draußen sitzen. Genau vom Big Thunder Mountain, auch drin sind genügend Plätze. Also ja, das zählt zu einem meiner Lieblings-Schnell-Imbiss-Restaurants, wenn ich eins benennen müsste. Kommen wir zu Platz Nummer 3 und das ist bei mir das Plaza Gardens. Ein Buffet-Restaurant befindet sich auch im Disneyland Park, auf der Main Street würde ich noch sagen. Genau, was ist denn da noch in der Nähe? Jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Ja, in der Ecke vom Victoria's, da sind die Character Meets. Auf dem Weg eigentlich ins Discoveryland, kann man das so beschreiben. Ansonsten guckt einfach in die App, da findet ihr es sowieso. Genau, das Plaza Gardens ist ein Buffet-Restaurant und ja, dort kostet es normal, jetzt ohne Charakter, 45 Euro pro Erwachsenen und 25 Euro für die Kinder. Dazu gibt es auch ein Getränk. Wie gesagt, es ist ein normales Restaurant, aber also dort gibt es alles Mögliche auf dem Buffet. Es hat jetzt nicht so, dass wie das Agrabah-Café so ein Thema. Aber man muss dazu sagen, abends ist es ein Character-Dining, das heißt, es ist doppelt so teuer, fast. Und das Buffet ist eigentlich identisch. Außer ich glaube, man hat abends immer so Miesmuscheln oder irgendwie sowas. Aber sonst, also es ist fast identisch und man zahlt halt den Aufpreis für die Charaktere. Zum Mittagessen ist es das ganz normale Buffet, was ich euch gerade auch erzählt habe zu den Preisen. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Jeder findet was im Plaza Gardens. Wir sind da sehr, sehr oft. Dort bekommt man auch tatsächlich, auch beim Agrabah Café, glaube ich, sehr spontan einen Tisch. Also es gibt ja auch dort die Schlange im Plaza Gardens, einmal für die Schlange mit Reservierung und einmal ohne Reservierung. Und jedes Mal, wenn wir da hingegangen sind, ohne Reservierung, haben wir einen Tisch bekommen, sogar einmal abends fürs Character Dining. Also das macht die Größe des Plaza Gardens aus. Es ist ein großes Restaurant. Da ist der Nachteil, es kann sehr, sehr laut sein. Man hat so ein bisschen Bahnhofsatmosphäre, weil da so viele Menschen drin sind. Aber es gibt ein Vorspeisenbuffet zwischen Salaten und Grünsalat und Kartoffelsalaten und so weiter. Es gibt viele vegetarische und vegane Optionen. Dann gibt es auch immer eine leckere Suppe und das heiße Buffet. Dann findet man Fisch, verschiedene Fleischsorten, aber auch was für Kinder. Es gibt so Mickey-Kroketten oder Kartoffeldinger, wie man sie auch nennen möchte. Gemüse. Es gibt tatsächlich für jeden ist etwas dabei im Plaza Gardens. Ich habe bisher noch niemanden gesehen, der nichts im Plaza Gardens gefunden hat zu essen. Und das Dessertbuffet, das ist auch ein Highlight. Obwohl das Dessertbuffet meistens identisch ist. Also im Agrabah Café ist das Dessertbuffet fast gleich wie auch im Plaza Gardens, weil es gibt immer diese Special, jetzt zum 30. Geburtstag gibt es die eigentlich in jedem Buffet-Restaurant. Und dann gibt es halt noch sowas wie Baklava im Agrabah Café. Und im Plaza Gardens gibt es dann irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, irgendein Kuchen oder so, diese Mickey-Küchlein, ich weiß es nicht. Aber es ist immer dieses, auch zu Halloween oder so, gibt es immer dieselben Sachen in jedem Buffet-Restaurant. Ja, also das Plaza Gardens kann man immer hingehen. Wie gesagt, man bekommt auch immer einen Platz. Also wir haben immer bisher einen Platz bekommen, wenn wir einen Platz dort haben wollten. Und ja, es ist ein sehr, sehr gutes Buffet-Restaurant. Aber es ist nicht das beste Buffet-Restaurant für mich. Das kommt nämlich dann auf Platz 1. Kommen wir zu Platz Nummer 2, einem Bedienrestaurant. Und was soll ich sagen? Es ist das Auberge de Cendrillon. Dort waren wir ja letztes Jahr im April essen mit dem neuen Menü, mit den Prinzessinnen. Leider ist das Menü jetzt angestiegen vom Preis her. Es kostet jetzt, haltet euch fest, das tut schon weh, 95 Euro für Erwachsene und 50 Euro für Kinder. Ich glaube, wir haben so 85 oder so, 79 bezahlt. Ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich habe das Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke es auch gerne bei dem i. Ich habe, glaube ich, auch zu jedem Restaurant ein Video, also zum Auberge de Cendrillon habe ich ein Video, Plaza Gardens und auch Agrabah Café, wo das Agrabah Café-Video ein bisschen älter ist. Friend at Laura habe ich jetzt kein eigenes Video, aber ja,
Es gibt zu jedem Restaurant ein Video. Und erstmal im Auberge de Cendrillon für den Preis könnt ihr natürlich Prinzessinnen treffen. Ihr bekommt 4 Prinzessinnen oder es kann auch mal Mini als Prinzessin sein oder auch diese Mäuse von ich mal wieder schlecht vorbereitet, da ging der Akku leer. Und ich sehe die Akkuleiste tatsächlich nicht, weil die Lampe genau vor dem Bildschirm ist. Egal, wir waren bei den Mäusen. Also ihr kommt entweder 4 Prinzessinnen oder es kommt mal eine Maus und 3 Prinzessinnen von Cinderella. Das wechselt und das weiß man auch nicht vorher, welche Prinzessin man dort antreffen kann. Ansonsten bekommt ihr ein leckeres 3-Gänge-Menü. Also als wir dort waren, war, ich glaube, Brina hatte die Kürbissuppe. Wir hatten, ich glaube, irgendwas mit Jakobsmuschel. Und die Hauptspeise, darin, also darin von schwärmen wir alle noch, dieses Rinderfilet. Oder es war nicht kein Filet, es war Rind. Was für ein Rind, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es war so zart. Mit der Gabel hat man da ist man da reingegangen und es ist einfach auseinandergefallen. Und oh, es war einfach wirklich super lecker. Und auch das Dessert. Also generell, es ist super teuer, das Auberge de Cendrillon. Ihr bekommt 4 Prinzessinnen, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr euch beim Prinzessin-Pavillon anstellt. Wartet ihr tatsächlich zwischen 1 Stunde und 2,5 Stunden für eine Prinzessin. Und im Auberge de Cendrillon bekommt ihr 4, mit denen könnt ihr euch auch unterhalten und Fotos machen natürlich mit dem eigenen Handy und Autogramme sammeln, ist gar kein Problem. Und dafür zahlt ihr halt dementsprechend den Aufpreis. Macht man jetzt nicht an normalen Tagen einfach so oder wenn man nur einmal, also macht man zu besonderen Anlässen, wenn man einmal vielleicht nur im Disneyland ist oder großer Prinzessin-Fan oder es ist ein Geburtstag oder Hochzeitstag, weiß ich, besondere Anlässe. Auf jeden Fall dort frühzeitig reservieren. Es ist sehr schwer, dort eine Reservierung zu bekommen. Generell solltet ihr, außer jetzt beim Schnellbiss-Restaurant, versuchen, überall eine Reservierung zu bekommen. Ich habe es ja schon gesagt, Plaza Gardens und Agrabah Café habt ihr immer noch die Möglichkeit, vor Ort einen Tisch zu bekommen. Auch im Auberge, wenn ihr Glück habt, aber dort ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir hatten es mal probiert, ich weiß gar nicht, irgendwann letztes Jahr wollten wir da nochmal essen gehen und wir haben einfach keinen Tisch bekommen, weil nichts frei war. Und ja, versucht frühzeitig zu reservieren in der App. Wenn ihr kein Hotelgast seid in Disneyland, gibt es ja 2 Monate vorher. So, genau. 2 Monate vorher. Wenn ihr Hotelgast seid im Disneyland, könnt ihr, glaube ich, bis zu 6 Monate vorher reservieren und macht das auch. Und deswegen sind die meisten Reservierungen fürs Auberge tatsächlich dann schon weg, 2 Monate vorher, wenn wir jetzt reingucken, weil die ganzen Hotelgäste sich natürlich die Reservierungen weggeschnappt haben. Aber das ist ja völlig in Ordnung und deren Recht, die bezahlen genug Geld für die Disney-Hotels. Ja, also das war Platz 2, Auberge de Cendrillon. Ich habe gar nicht gesagt, wo es ist. Es ist im Fantasyland im Disneyland Park, direkt hinterm Schloss. Und dort findet ihr auch die schöne Kutsche, wo ihr schöne Bilder machen könnt. Also auch ein sehr, sehr schönes Restaurant. So, und kommen wir zum Trommelwirbel. Zu Platz Nummer 1. Und es ist das Downtown-Restaurant im Hotel New York. Das Buffet-Restaurant. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen Platz 1, die dort schon mal waren. Es ist einfach unglaublich lecker. Also erstmal zu den Preisen. Es kostet 45 Euro für Erwachsene und 25 Euro für Kinder. Und es ist auch ein Getränk dabei. Und übrigens kommt überall ja noch der Jahreskartenrabatt dazu, wenn ihr eine Jahreskarte habt. Und dort ist es auch super schwer, eine Reservierung zu bekommen, weil es so beliebt ist. Ich weiß auch nicht, warum Disney es schafft, in diesem Restaurant so gutes Essen zu produzieren. Und in manchen anderen Restaurants denkst du dir, wo kommt das denn her, aus welcher Küche? Ne? Also das Downtown-Restaurant ist wirklich nonplusultra, super lecker. Und der Weg ins Hotel New York lohnt sich, allein auch mal für das Hotel New York. Also nochmal, ihr dürft in alle Disney-Hotels reingehen. Auch theoretisch, wenn ihr keine Reservierung fürs Downtown habt. Ihr könnt einfach ins Hotel reinspazieren, euch anschauen, ihr könnt in die Bar gehen. Ihr müsst kein Hotelgast sein, das ist gar kein Problem. Und auch im Downtown-Restaurant könnt ihr essen, wenn ihr kein Hotelgast seid. Ihr braucht gegebenenfalls halt eine Reservierung. Aber was wir gehabt haben an Brinas Geburtstag jetzt im Februar, wir sind hingegangen. Einmal habe ich erstmal beim Newport gefragt im Hotel, ob die mal anrufen können. Da war aber erst ein Tisch für 10:30 frei, es war ein bisschen spät. Und wir sind dann einfach direkt ins Downtown gegangen. Oh, könnt ihr einen Tisch vielleicht für heute Abend 6 Personen möglich machen, Geburtstag und so weiter. Und es ging tatsächlich. Also es ist möglich, wenn man direkt dorthin geht und fragt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch da, dass ihr abgewiesen werdet und sagt, ne, vielleicht kommt später nochmal wieder oder morgen wäre ein Tisch frei oder so. Also vielleicht müsst ihr da ein bisschen flexibel sein, wenn ihr keine Reservierung bekommen habt. Als Disney-Hotelgast auch frühzeitig reservieren, dann bekommt ihr wahrscheinlich schon noch einen Tisch.
Ja, was erwartet euch im Downtown-Restaurant? Natürlich ein Buffet-Restaurant mit verschiedensten Speisen. Es gibt amerikanisch, asiatisch, jetzt muss ich selbst überlegen, was waren da noch? Italienisch und ich glaube, das war's. Also es gibt Mini-Burger, die sind super lecker. Es gibt verschiedenste Vorspeisen, Glasnudelsalat, aber auch Mozzarella, Büffelmozzarella mit Tomaten, auch sehr, sehr lecker. Auch für Vegetarier, Veganer ist was dabei. Es gibt eine asiatische Suppe, es gibt Dumplings, also so kleine asiatische Teigtaschen in so einem Körbchen, wie es asiatisch so gedämpft wird. Und was gibt's noch? Lachs, oh, der war auch super lecker. Der Lachs war super lecker. Es gibt Hähnchen, es gibt, wie gesagt, von jedem der drei Themen gibt's was für jeden, also jeder findet dort was im Downtown. Ihr findet das Essen oder das Buffet, was wir im Februar waren, in Brinas Geburtstagsvlog. Da waren wir abends im Downtown-Restaurant essen und da zeige ich euch auch das Buffet. Also schaut da gerne mal rein, verlinke ich euch auch gerne nochmal bei dem i. Wie gesagt, und auch die Desserts. Oh, und die sind auch noch thematisiert zum Thema Marvel. Also der Thorhammer, diese Schokomousse, da könnte ich mich ja reinlegen. Aber das Problem ist, man isst vorher schon so viel, weil alles vorher schon so lecker war vom Hauptspeise- und Vorspeisebuffet. Und dann muss auch noch Dessert, Platz für Dessert sein, was auch noch so lecker ist. Und dieser Thorhammer und diese Panna Cotta, ich glaube, das... Ne, es gibt auch nur noch eine Groot Mousse, die ist auch lecker. Und es gibt eine Panna Cotta mit Captain America Schild drin. Oh, und ich könnte jetzt auch noch weiter schwärmen. Es gibt so viele verschiedene Desserts. Einfach unglaublich lecker. Und man kugelt wirklich aus diesem Restaurant raus. Man ist pappsatt, sehr zufrieden, viel zu überfressen. Aber ja, auf jeden Fall immer einen Besuch wert ins Hotel New York. Es hat auch ein bisschen Bahnhofsatmosphäre wie das Plaza Gardens. Es ist auch sehr laut, wenn da sehr, sehr viele Leute sind. Es ist auch sehr klein. Ich habe auch schon letztens gesagt, weil ich finde jetzt das Manhattan, leider, wir waren einmal essen, es war leider nicht so gut. Macht ein bisschen mehr Platz beim Manhattan fürs Downtown und macht das Manhattan kleiner und mehr Platz fürs Downtown-Restaurant. Da hätten noch mehr Leute Platz, weil der Andrang ist riesig fürs Downtown und es ist gefühlt immer voll. Immer voll, aber es ist, hat seinen Ruf auch, ist, wird seinem Ruf auch gerecht, finde ich. Ihr könnt natürlich auch anderer Meinung sein. Und wie gesagt, das habe ich am Anfang des Videos schon gesagt, jede Meinung ist verschieden, subjektiv. Und ihr findet vielleicht das Downtown-Restaurant ganz schlimm, weil ihr da eine schlechte Erfahrung hattet oder sonst was. Das ist meine subjektive Meinung, die ich hier mit euch teilen wollte in diesem Video. Und wie gesagt, ich würde mich über eure Meinung unten in den Kommentaren freuen. Und vielleicht hat es euch ja ein bisschen weitergeholfen, weil es wird immer gefragt, ja, welche Restaurants empfiehlst du im Disneyland Paris? Wir sind da und dann dort. Wo würdest du essen gehen? Ja, jetzt habt ihr meine Meinung in einem Video zusammengefasst bekommen. Und ich denke, es ist für jeden Preis, für jeden Geldbeutel was dabei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung... Eure Meinung in die Kommentare und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.